Das sind wahrscheinlich diese 35.000 oder 25.000, wie viele das auch mal waren, die ich jetzt hier testen kann. Mal gucken, neuer Gegner, neues Glück. Vielleicht müssen wir mein Deck noch ein bisschen umbauen. Ich möchte auch noch ein paar Karten ziehen, etc., etc. So, wollen wir die in Starthand halten? Ja. Die möchte ich gerne behalten. Fang ich an? So, jetzt macht er automatisch wieder durch, wie man hier sieht. Ich drücke nichts. Er beendet für mich selbstständig alles. Bisschen zu viel Selbstständigkeit. Wie gesagt, das mit dem Mana finde ich auch sehr schlecht, die Tap-Version. Bei ihm hat man gesehen, ist er einmal so ausgetappt gewesen, er hätte was Besseres machen können. Naja. Auf Länder legen kann man übrigens nicht reagieren, es sei denn, sie haben eine Fähigkeit wie, wenn der ins Spiel kommt, dann. Dieses Wenn, dann ist im Grunde. Oder wenn der ins Spiel kommt, dieses Wenn ist halt ausschlaggebend. Da die hier nichts draufstehen haben, kann man nichts machen. Opfere den Leichenschlepper. Bringe eine andere Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Auch nicht schlecht. Den hatten wir auch, aber der kostet 3 Mana zur Verfügung. Aha. So einer ist das also. Der bringt uns nichts und den dafür traden. Deswegen können wir nicht mal casten. Dann spiele ich den. Ich bin in der Angriffsphase, die hat er selbstständig wieder gewechselt, wie man sieht. Kann er nicht blocken, er ist fliegend. Ja, guck mal, da lächelt er noch. Noch lächelt er. Schön, dass er das dritte Land gezogen hat, ich nicht. Oh, die verzauberte Kreatur L plus 3 plus 2 und verursacht Trampelschaden. Opfer zu Beginn der Versorgungsphase, falls ein Spieler in den letzten Zug 2 oder mehr Karten gewirkt hat. Okay, wenn ich 2 oder mehr wirke, muss er den opfern. Ansonsten hat er plus 3, plus 2 und Trampelschaden. Das ist extrem gut. So viel habe ich nicht, 3, um ihn wegzublocken. Das heißt, ich kriege jetzt 5 in die Fresse. Holla, die Waldfee. Ich blocke nicht. Ja, in der Phase kann man nichts mehr wirken. Unglücklich gelöst. Ich brauche einen Wald. Ohne Länder, jetzt fehlen mir die Länder, kann ich tatsächlich nichts machen. Da kriege ich hier... Okay, wenigstens 2 Leben wieder zurück. Ach, war das erst... War doch nicht... Doch, das war Erstschlag, deswegen ist immer noch mal der Timer abgelaufen. Tja, wie gesagt, mir fehlt ein Mana. Ich... Bringt ja nichts. Und er hat die Länder. Natürlich hat er. Und wieder 5 für mich in die Fresse. Da ein schönes Einschüchtern. Die Kreatur kann nur von Artefaktkreaturen oder Kreaturen derselben Farbe, also schwarz oder Artefakt, geblockt werden. Na gut, das haben wir ja. 3-2 war der, ne? Okay. Ich ziehe keine Länder. Ich weiß nicht, was du... Also irgendwie ist das komisch gemischt, das Deck. Warum habe ich mit dem nicht angegriffen? Der kann ihn blocken, beide schwarz, beide sterben, der ist stärker als meine und ich kriege noch 2 Leben dafür. Tja, solange ich keine Länder ziehe, werde ich das Spiel verlieren. Und er zieht die Länder, das ist unglaublich. Es ist unglaublich und jetzt macht er eine Kreatur weg, die hier wahrscheinlich... Oh Mann. Eigentlich eine schlechte Karte. In dem Moment jetzt gerade ganz gut, sagte ich. Jetzt macht er meinen Blocker weg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut für uns. Das werden wir sowas von verlieren. Tja, Mana-Mangel nennt man das hier übrigens. Oder falls man mal sowas nochmal hören sollte, Mana screwed. Aber hilft nichts, können wir nichts gegen machen. Wo sagen wir, wenn man keine Länder zieht? Jetzt haben wir sie gezogen.
Dann können wir den hier zumindest töten. Das ist schon mal sehr nice. Und dann kriegen wir trotzdem noch 3 und dann haben wir noch, sind wir auf 1. Das ist knapp. Ich stürze mich jetzt ganz allein darauf, dass diese Karte uns das Spiel macht. Also noch rettet. Oh, dann spielt er noch einen von denen. Okay, das könnte in Zukunft sehr interessant werden. Die können wir schon nicht mehr spielen hier. Die ist eine tote Karte. Jetzt legt er aber los. Er hat das Mana, wir leider nicht. Jetzt möchte ich gerne blocken. Trampelschaden, das verlieren wir trotzdem. Hahaha. Ist das gut? Genau der eine Lebenspunkt ist es. Ah ne, einer hat Erstschlag. Weil er Erstschlag hatte, haben wir es auch geschafft. Oh, guter Erstschlag. Aber wir werden das trotzdem verlieren. Jetzt kommen die Länder. Ein bisschen spät, mein Freund, ne? Ein bisschen spät. Wir können es nicht mehr schaffen. Egal wie wir es versuchen, wir können es nicht mehr schaffen. Tja, was sollen wir denn jetzt machen? Ich kann... Oh, das habe ich ihm gelegt. Das war gut. Gut, kriege ich ihn wieder. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Aber wir können trotzdem nicht mehr blocken. Bringt ja nichts. Dann wird mein Alter angreifen und wir sind tot. Das war eben halt tatsächlich das Problem, dass wir keine Länder gezogen haben. Kann passieren. Das kann in jedem guten Turnier, egal wie gut dein Deck ist, passieren. Wenn du keine Mana ziehst, hast du halt verloren. So, was kann der denn hier? Wenn der mitreißende Sieger ins Spiel kommt, übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger, die ein Gegner kontrolliert, enttappe diese Kreatur, sie erhält eine bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er kommt ins Spiel und nimmt mir was weg und kloppt mich damit mehr. Das ist natürlich nicht nice, er wird den hier wahrscheinlich. Und jetzt haut er nicht der noch zusätzlich. Er haut mir mal richtig in die Fresse. Und dann blocke ich auch nicht. Block überspringen. Aufgeben kann ich ja, glaube ich, gar nicht. Na, wie gesagt, Mana-Mangel. Kann man nichts machen. Tja, besiegt. Passiert. Kann man nichts machen. Deswegen besteht auch immer... Ja, ich möchte es gerne nochmal spielen. Ein Gegner besteht immer aus maximal 3 Runden, das heißt immer Best of 3. Das heißt, man muss mindestens 2-mal gewinnen, damit man den Gegner besiegt hat. Dementsprechend kann man auch mal verlieren. Man kann dann 2-1 gehen, das heißt, man hat 2-mal gewonnen, 1-mal verloren. Ist völlig normal und dementsprechend, damit es nicht nur ein Spiel abhängt, wo dann nur wirklich die Länder hier entscheiden. Es ist ja ein Glücksspiel, weil die Karten ja gemischt werden. Ist okay. Ja, das halte ich. Wir haben hier alles auf der Hand, was wir brauchen. Warum hat er jetzt weiß? Ist das ein neues Deck? Das würde ich komisch finden. Ach, seht ihr, eben selbstständig die Phase gewechselt, ohne anzuzeigen, dass Kampfphase ist. Finde ich nicht gut. Ich habe gerade überlegt, den wieder zu legen, erstmal einen Schaden zu machen. Ich möchte den dann legen und den hier pimpen. Das ist meine Idee. Und dann habe ich den hier noch für den hier übrig. Oh, guck mal, der spielt überhaupt nichts. Doch. Ah, ihn kenne ich ja. Ihn kenne ich. Ah, das ist schade. Das ist schade. Ja, wäre der hier vielleicht doch besser fliegend gewesen. Na gut, jetzt weiß ich es ja. Oh, ich kann ihm... Ich könnte nicht doppelt pimpen. Und dann mache ich doch das da, das auf den vielleicht. Und dann kriege ich jedes Mal ein wieder. Das wäre super. Dann habe ich die Mega-Synergie.
hätte den vielleicht schon, ich weiß nicht, ich will die Karte nicht verschwenden. Darum geht es eigentlich. Es geht weniger um die Kreatur, sondern eher um die Karte, dass ich die nicht verschwenden möchte. Noch nicht. Heißt ja nicht, dass ich sie nicht in Zukunft ein bisschen verschwenden werde. Was hat er denn da Nettes? Die ausgerüstete Kreatur, also es ist eine Artefakt, die kann man für das Mana, also für 2, an eine Kreatur anlegen. Man rüstet sie damit aus, man gibt es dir für 2 Mana in die Hand. Dann heißt es, die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+0. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du das Wurfmesser opfern. Falls du dies tust, fügt das Wurfmesser einer Kreatur oder einem Spieler 2 Schaden zu. Okay. Nur beim Angriff, er muss nicht angreifen. Er muss nur angreifen, er muss noch nicht mal geblockt werden, sondern einfach nur in den Angriff damit gehen. Okay. Kann er damit schießen, das ist nicht nice. Ist noch nicht ausgerüstet, deswegen liegt das so am Rande. Ich hatte jetzt eigentlich auf ein Land gehofft. Na gut. Ein Land wäre jetzt geil gewesen. Ein Land wäre richtig geil. Geil. War klar, dass er nicht blockt. Ihr fragt euch sicher, warum das klar war. Weil der den noch ausrüsten müsste. Wenn er tot gewesen wäre, hätte er keine Kreatur zum Ausrüsten mehr gehabt. Und dann wäre das einfach nur ein totes Artefakt da gewesen. Dementsprechend war das klar, dass er nicht blockt. Oh, er hat es nicht ausgerüstet. Okay. Dann möchte er jetzt was Größeres casten. Eile und wenn er Schaden macht, kriegt er +1/+1. Okay. Damit will er den blocken können, okay. Das ist nicht gut. Verstehe. Jetzt kriege ich wahrscheinlich das Land. Nee, kriege ich nicht. Ich kriege den Tod. Wenn er Doppelblock macht, macht er 5 auf den. Er weiß aber nicht, dass ich die Karte noch auf der Hand habe. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Risiko eingehen. Wollen wir das mal probieren? Risiko? Vielleicht blockt er den ja dann damit und den damit. Das wäre mega. Ja, er ist in die Falle gelaufen. Tja. Und Trampelschaden kriegt er trotzdem noch was in die Fresse. Seht ihr, die Karte ist echt gut, deswegen habe ich sie reingepackt. Ich kenne sie aus dem Spaß-Deck. Oh, und er zieht die Länder und ich nicht. Ich habe schon wieder Mana-Mangel. Jetzt rüstet er sie aus. Aber er greift nicht an, okay? Er will damit blocken. Er will den hier wegkriegen. Merkt ihr das? Oh, ich hätte... Ein grünes hätte ich gebraucht. Naja. Ist wie es ist. Ach nee. Opfern. Ich muss erst das Ziel bestimmen und dann opfern. Eigentlich muss man erst opfern, weil es Teil der Casting-Kosten ist. Nein, alles richtig. Hä? Wieso kriegt er den automatisch? Er muss ihn doch opfern. Hat er nicht. Wieso hat er den wiederbekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Er hätte ihn opfern müssen. Er hatte nicht das Mana. Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich blöd? Das hat er richtig erkannt. Gib 5 für ihn in die Fresse, 5 für mich dazu. Eigentlich ist das Deck gar nicht so schlecht. Ein paar nette Synergien, die wir hier drin haben. Eine Handvoll. Und wenn er jetzt noch irgendeinen dicken Blocker legt, können wir ihn noch wegmachen. Ich bräuchte allerdings mehr Mana, dringendst mehr Mana. Ja, ja, fliegen, Erstschlag, scheiß drauf. Da hast verloren. Er hat so oder so verloren.
nicht. Selbst wenn ihr ihn tot blockt. Ach nee, das machen ja. Er hat 4 und nicht 2 Leben. Ah, sorry, mein Fehler. Ja, komm, ich würde sagen, das gewinnen wir jetzt, oder? Vielleicht möchte ich ein anderes Land. Jetzt muss ich mir die so durchgucken. Das ist ja scheiße. Warum ist das nicht bildlich? Das ist kacke gemacht. Sorry Leute, aber ich muss mir jetzt so jedes Land jetzt angucken. Ebene. Rot-Weiß. Schwarz-Weiß. Schwarz hat er ganz viel. Dann mache ich Rot-Weiß. Und dann ist vorbei. Das war übrigens das, was die... Oh, die Musik! Laut! Das ist übrigens das, was die nette Dame am Anfang gesagt hat, dass man auch kleine Kreaturen mit Marken aufpimpen kann. Ah, okay. Ja, ja, ich habe gewonnen. Okay, weiter muss ich dann klicken. Ich wollte mir jetzt eigentlich mal in den Store hier reingehen. Oh! Münzen holen? Ich möchte gerne Booster kaufen. Das und das so, was man drinne hat. Mit 6 Karten. In echt sind übrigens mehr als 6 drin. In echt sind es, wie viel sind drin? 15, glaube ich, pro Pack. Also schon ein bisschen geiler. Wir haben 300. Ich würde sagen, wir kaufen zweimal. Weil ich weiß nicht, was wir sonst mit den Münzen noch machen sollen. Kauf bestätigen. Wir verdienen uns ja wieder ein bisschen. Nice, das nehme ich auf jeden Fall. Weiß spielen wir nicht, aber wir können ja mal gucken, was diese nette Karte kann. Für jeden Spieler bestimmst du von den bleibenden Karten, die dieser Spieler kontrolliert, ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung oder ein Planeswalker. Dann opfert jeder Spieler alle anderen bleibenden Karten, die er kontrolliert und die keine Länder sind. Okay, das ist so ein Massenmovil. Was haben wir hier? Fliegen. Wenn die Patriotin der Tapferin ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst und auf mindestens eine +1 Marke liegt. Okay, da müsste man schon was haben. Was haben wir denn hier Nettes? Ein Land. Für ein Tap 18 farbloses Mana und für 5 opfere die Gießerei der bringe 2/1/1 farblosen Top der Artefakt-Spielsteintoken mit Flugfähigkeit ins Spiel. 5 ist ganz schön heftig. Blau spielen wir nicht, sagt aber, wir ziehen 2 Karten. Falls du keine Artefakt kontrollierst, wirf eine ab. Was sagten die Grüne? Die wäre jetzt in dem jetzigen Deck momentan interessant. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Sie kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl. Oh, das wäre auch nett, aber 4 Mana ist ein bisschen teuer. Das Artefakt ist für mich momentan in der jetzigen Lage ganz interessant. Verteidigung. Oh, den nehme ich noch rein. Der ist gut, den mag ich. Oh, was haben wir denn hier? Einen schwarzen. Fliegend. Immer wenn eine bleibende Karte, die dein ein Gegner, ein anderer Spieler im Grunde, besitzt, auf den Friedhof gelegt wird, ziehst du eine Karte und verlierst ein Leben. Karten ziehen mag ich. Die beiden finde ich, was haben wir denn hier? Für 2 Mana, eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur stirbt, wandle hell Licht an. Jeder Gegner verliert 2 Leben. Und du erhältst 2 Leben dazu. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls sich 4 oder mehr Kreaturkarten in deinem Friedhof bannen. Die untere Fähigkeit finde ich relativ uninteressant. Die obere ist aber interessant. Ich kann damit nämlich steuern. Also vielleicht sollte man sagen, was ist denn Hellsicht? Hellsicht, schaue die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst diese Karte unter die Bibliothek legen. Damit kann man schon ein bisschen aussortieren. Ich würde sagen, die 4 plus das Artefakt sind sehr interessant. Eigene Karte zeigen. Ich glaube, du musst dann zu meinem Store und muss in meine Kartensammlung. Und ich möchte mein Deck nämlich ein bisschen modifizieren. Wie geht denn das? Mein Deck. Bearbeiten. Filter anwenden. Auf Schwarz hatten wir hier. Schwarz und Artefakt. Und Artefakt. Schwarz und Artefakte möchte ich gerne haben.
Bedeutet nämlich... Was? Achso, ich... die möchte ich gerne drin haben. Die hat sich ganz gut bewährt. Die hat sich gut bewährt. Und dann machen, schmeißen wir mal ein paar Karten raus, die sich nicht so gut bewährt haben. Die habe ich leider noch nicht testen können. Den fand ich auch noch ganz nice. Den wollen wir mal testen. So, und wir hatten noch ein Artefakt, das möchte ich auch noch mal gerne haben. Den finde ich eigentlich auch noch ganz nett. Artefakt hatte ich davor gar nicht geguckt. Okay, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen umbasteln. Den finde ich gut. Oh, was war jetzt das zweite, was ich noch habe? Der, ne? Das war richtig. Den finde ich ganz gut. Ich schmeiß mal gleich ein paar Karten raus. Der war... Den hier finde ich noch ganz gut. Ach, vier habe ich davon. Okay, jetzt schmeiße ich mal ein paar Karten raus, die ich nicht gut fand, wie den hier. Sorry, der war nicht so pralle. Also nicht in dem Deck hier, was wir hier haben. Wir wollen ja mal gucken. Wir haben 68 Karten, wir müssen Karten rausschmeißen. Dringendst. Oh, ich weiß auch schon welche. Nein, 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 den wollte ich behalten. Den haben wir bis jetzt zwar noch nicht gebraucht. Ich will ihn trotzdem gern behalten. Wo ist der denn jetzt hin? Ja. Wir haben aber auch hier neue Karten, sehe ich gerade. Elfen. Aber ich habe nicht so viele Elfen. Bei dem bin ich mir noch überlegen. Aber ein Elfzauber. So viele Elfen habe ich nicht. Okay, bringt nicht viel. Ich habe das Gefühl, deutlich mehr, ne? Ein paar mehr. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar aussortieren. Wir wissen ja inzwischen, was ganz gut läuft und was nicht so gut lief. Fangen wir mal von vorne an. Der ist auch wieder so ein Opferlamm hierfür, das ist ganz nice. Der war sehr gut, der war auch gut. Der war sehr gut. Der war okay. Den hatten wir noch gar nicht, aber weil wir noch nicht in der Situation waren, dass wir den brauchen konnten, den konnte ich noch nicht testen. Jetzt habe ich... Ach, 66. Ich müsste 6 Karten auswerfen. Das ist ganz schön viel, meine Freunde. Ganz schön viel. Von denen kann ich mit egal welchen Mana casten, also welche Farbe. Deswegen mag ich den. Eigentlich wären hier natürlich prädestiniert zum Rauswerfen, aber... Ungern, ungern, ungern. Der war auch gut, damit er hätte das fix das Mana-Problem. Den lassen wir auf jeden Fall drin. Ich nehme die jetzt mal raus. Wir müssen was rausschmeißen. Wir müssen versuchen, auf die 60 zu kommen. Man kann nur sagen, warum denn? Einfach nur, weil man dann besser zieht. Es ist, wie es ist. 4 Karten noch. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Oh, welche Karte nehmen wir denn jetzt? 4 raus, das wäre ein Playset. Ich könnte jetzt zum Beispiel die herausnehmen, aber dieses Lifelink war ja gar nicht schlecht. Jetzt haben wir den 4-mal drinnen. Ah, schwer, schwer. Die finde ich gut, die lassen wir auch drin. Der hat uns bis jetzt nicht viel gebracht, aber er weiß, ob und wann wir den brauchen. Der ist ja auch nur 2-mal drin. Dadurch, dass wir keinen Tutor haben. Was heißt Tutor? Ein Tutor ist ein Suchherr, womit wir uns speziell Karten suchen könnten. Gibt es aus verschiedensten Editionen. Converting Casting kostet 3. Ich überlege gerade den hier, aber was haben wir denn in 3 tatsächlich drin? Nur unser Opferlämmer. Die bringt uns also nichts. Das ist jetzt keine Karte, wo ich sage, boah, da haben wir das Spiel mit gewonnen. Davon haben wir wieder mit Ruhm zu wenig. Welche würden wir rausnehmen können? Die fand ich, wie gesagt, sehr gut. Die möchte ich auch gerne drinnen lassen. Vielleicht, was haben wir denn so an Nicht-Kreaturen-Karten? Ja, ist ja nicht viel. 5 waren das. Hier, die war sehr gut. Na. Wir haben nur 2 teure. Ich bin schon überlegen, die rauszunehmen. Machen wir das mal.
Sehr schade, gute Karte, aber wir nehmen sie raus, um unser Deck auf 60 Karten zu haben. So. Änderungen speichern. Und, nee, ich möchte gerne... Ja, jetzt sind wir hier wieder im Story-Hauptmode und wir müssen uns natürlich wieder ein paar Kröten verdienen. Aber das Krötenverdienen überlasse ich mal wieder den Zukunfts-Nero. Für euch ist das natürlich bis gleich nur und für mich ist das bis demnächst. Und ja, wie gesagt, bis gleich. Danke, ciao.